Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Videoreihe auf sparson.de, meinem tollen Kanal mit dem Namen sparson.de. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ja, ich habe es doch getan. Ich habe mir gedacht, spielen wir doch nochmal ein Kackspiel. Und zwar sind wir wieder mit, wie heißen sie? Atomic Fabric, glaube ich. Warte, die atomare Fabrik war es, ne? Ich gucke nochmal eben. Atomic Fabrik war es, genau. Und zwar heute geht es richtig los. Wir haben ja jetzt letztes Mal den Long Truck Simulator gespielt. Und da dachte ich mir, warum nicht noch einen Simulator spielen? Und zwar einen von den richtig guten. Viele wissen es ja, auf diesem Kanal wird mittlerweile der Mord großgeschrieben. Mord ist im Grunde der Untertitel dieses Kanales geworden. Letztendlich geht doch nichts über ein zünftiges Morden. Und aus diesem Grund dachte ich mir, vielleicht ändert sich heute alles. Alles wird anders. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Und aus diesem Grund habe ich mir ein Videospiel ausgesucht, das wir heute spielen werden, das, glaube ich, alles wieder gut machen wird, was wir hier auf diesem Kanal bisher so alles ermordet haben. Zumindest bin ich mir da sicher. Ich gehe mal ins Spiel und ihr seht es schon. Herzlich willkommen zum Ambulance Chauffeur Simulator. Wer jetzt sagt, das sieht ja genauso aus wie der Eastern Europe Truck Simulator. Ja, so ist es. Aber wir sind eine Ambulanz. Heute ist unser Ziel Menschenleben retten und ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hab Bock, ihr habt hoffentlich auch Bock. Es geht weiter wie immer. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, wenn ihr hier zum ersten Mal seid, weil ihr nach Krankenwagen-Simulator gesucht habt. Ich muss mal gucken, da muss ich hier ein paar gute Tags einbauen auf jeden Fall, oder? Dass die Videos auch gefunden werden. Das ist ja so ein neues Hobby von mir. Videos taggen. Hat bisher noch nichts gebracht, macht aber unglaublich Spaß. Genauso wie dieses Spiel. Naja, vielleicht auch nicht. 20 Cent, nein, 19 Cent habe ich dafür ausgegeben. Sensationelle 19 Cent, möchte ich sagen. Gut ausgegeben, gut angelegt. Ich nehme mit diesem Kanal zwar noch nichts ein, aber ich sehe das hier als Investition in die Zukunft. Und wir sollten jetzt vielleicht mal anfangen. Die Musik ist wie immer geil, ist aber leider die gleiche wie beim Eastern Europe Truck Simulator. Es gibt auch tolle Optionen. Wir können Ton an- oder ausmachen. Ich lasse ihn für diese Videoreihe mal an. Ist auch ein schönes Bild hier. Ich habe bisher etwa 30 Sekunden gespielt und geguckt, ob es angeht. Und das tat es. Es gibt hier ein Daily Reward. Da klicke ich am besten zuerst drauf. Oh. Ja, sehr schön. Direkt mal Glücksspiel, oder? Gucken wir mal. Das ist ja toll. Das ist ja wahnsinnig schön. 2000 Öcken. Okay. Stay tuned to get more free spins. Das heißt, ich habe jetzt in 6 Stunden kann ich nochmal am Rad drehen. Ich habe jetzt 2000. Was kann man dafür machen? Wahrscheinlich Autos kaufen. Okay, hier sehen wir die Level. Es gibt 10 Level. Das heißt, diese Folge wird 10 Level lang. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an, was hier für eine Action ist. Also für die 2000 kann ich kaufen den hier und den hier auch. Okay, ich habe genug Geld, um mir ein neues Auto zu kaufen. Aber ich fahre heute natürlich mit dem normalen. Ich kann mich mal kurz ausblenden. Hier sind die Werte der drei Fahrzeuge, damit ihr wisst, worauf wir uns hier einlassen. Aber ich glaube, dass das wie beim Eastern Europe Truck Simulator total gravierend wichtig ist, welches Fahrzeug man fährt. Ich bin Player 1 und los geht's. Quick Rescue Services. Wir möchten heute gemeinsam die Menschheit retten. Anders kann ich es nicht sagen. Da sind wir schon. Oh, da steht schon einer. Hier stehen schon Leute. Guten Tag. Oh, ach so. Die sind aber ganz schön groß. Die sind aber... Also wenn wir jetzt mal... Wieso sind die denn so groß? Da hätte doch mal einer sagen können, die sind aber sehr groß im Vergleich. Also im Vergleich zum Haus ist die Größe der Leute in Ordnung, wenn sie nicht auch da ein bisschen zu groß für sind. Das heißt, ich bin ein sehr kleiner Krankenwagen. Vielleicht muss ich ja Babys retten. Eine wunderschöne Stadt, wie wir sie noch nie gesehen haben in den anderen Spielen des Entwicklerstudios. Oh. Okay, es ist ja heute das erste Mal, dass wir spielen. Da kann man ja erstmal gucken. Ich muss ja auch die Physik kennenlernen. Kann man ins Meer... Ich wollte gerade sagen, kann man ins Meer fahren, aber ich glaube, hier ist gar kein Meer. Oh. Hier ist kein Meer, aber eine unsichtbare Wand.
an der wir abprallen. Okay. Habe ich jetzt schon verloren oder kann ich die Mission noch schaffen? Soll ich neu starten? Was meint ihr? Ich fahre mal noch ein bisschen rum. Ich muss ja wirklich das Spiel erstmal kennenlernen. Ich weiß ja sonst überhaupt nichts. Oh, 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 hier, der ist aber, das ist aber schön, wie der fährt. Ja, ich habe die Orientierung verloren. Ich würde jetzt mal sagen, wir fangen nochmal neu an. Ah, es ist leider so, dass ich die Maus steuert. Also der Mauszeiger wird natürlich mit der Maus gesteuert, aber gleichzeitig auch die Kamera. Ich fahre mit den Pfeiltasten. Also hoch, runter, links, rechts, steuert diesen wunderschönen Krankenwagen. Es gibt anscheinend keine Taste, um... Ich drück mal... Nee, es gibt, glaube ich, keinen Alarm. Also ich kann, glaube ich, nichts anmachen hier, um jetzt irgendwie zu sagen, hier ist ein Einsatz. Oh, hier ist aber was los. Guckt mal hier, Konfetti. Wieso haben die denn hier Konfetti an? Da brennt ein Auto, da liegt jemand. Oh nein. Warte, ich hält. Oh, Entschuldigung, das ist mir jetzt unangenehm. Das ist... Entschuldigung, ich muss da noch die Physik... Okay, also wir halten jetzt die Kamera, das bin nicht ich, nur dass ihr es wisst. Das ist das Auto hier. Oh, geschafft! Mensch, das ist ja knapp gewesen. Das ist ja an Knapperigkeit. Oh, ich kann auch in die Flammen fahren. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt ganz gut gemacht vom Videospiel her, dass wir da sagen, okay. Wir können da überall reinfahren. Jetzt kriege ich keine 3 Sterne, aber um ehrlich zu sein, ist mir das relativ Wurst bei einem hochwertigen Spiel dieser Art. Ich lege mich hier richtig in die Kurven, wie ihr seht, oder? Das ist so ein tolles Spiel. Also es scheint so, als hätte ich das erste Leben gerettet. Da war ein Autounfall, brennendes Fahrzeug, ich so schnell wie möglich hin, zurück ins Krankenhaus. Und hier kann sich dann Dr. House drum kümmern, wenn wir mal beim Haus bleiben. Na. So, haben wir's. Haben wir's? Ja, wir haben es doch geschafft. Oh, ich hatte nur noch 12 Sekunden. Ja, das ist ja ein dramatischer Schwierigkeitsgrad hier. Da ist also jetzt schon so, dass ich mich richtig anstrengen muss. Ich weiß jetzt gerade nicht... Was ist jetzt los? Muss ich was... drücken? Nee. Muss ich hier drauf gehen und... Also es kommt jetzt leider kein Hinweis, dass ich... Es kommt gerade kein Hinweis, dass ich gewonnen habe, Leute. Es kommt kein Hinweis. Muss ich auf Menü gehen? Ich habe 5000 Euro. Hä, habe ich denn... Ich habe jetzt den ersten Level geschafft. Und habe jetzt schon 5000 Euro. Ich hab 2000 durchs Glücksrad gekriegt und 3330 und kann mir somit alles leisten. Das ist ja ein richtig gutes Videospiel. Ich spiele das jetzt nochmal, weil es so viel Spaß gemacht hat. Nein, ich will wissen, ob hier so ein Endding kommt. Da muss doch irgendwie was kommen am Ende, wo der sagt, Mensch, das hast du aber gut gemacht. Oder nicht? Ist das wirklich alles? Es ist ja die erste Folge. Ich muss ja das System kennenlernen. Das ist wie bei Schach. Da muss man ja auch 2, 3 Runden spielen, um das System kennenzulernen. Und so ist es hier auch. Also ich fahre nochmal dahin. Das ist, glaube ich, die gleiche Strecke, ne? Mensch, das ist ja richtig gut, das Videospiel hier. Okay, also irgendwie so in 10... Ich habe ja noch bestimmt 10 Spiele von diesem Studio hier, ja? Das heißt, irgendwann muss ich da nochmal so ein Ranking machen vielleicht, dass wir sagen, so, hier, das waren die Videospiele von dem Studio. Welches würde ich denn empfehlen für 20 Cent? Ich gebe ja nicht mehr aus. Ich habe, glaube ich, für ein einziges Spiel mehr ausgegeben, und zwar 25 Cent. Aber ich weiß nicht mehr welches. Oder 30 sogar. Aber mehr nicht. Da habe ich dann doch grundsätzliche Prinzipien. Was schade bei den Spielen bisher ist, die haben leider keine Sammelkarten, sonst könnte man das Geld wieder reinkriegen. Aber naja, man kann ja auch nicht alles haben.
Wir wollen ja auch nicht ans Geld denken, sondern wir möchten hier ja schließlich an den Spielspaß denken, den ich vermitteln möchte. So, und jetzt fahren wir hier mal richtig geil um die Ecke. Oh ja, gut. Vielleicht war richtig ein bisschen übertrieben. Aber jetzt, ich will ja nur mal wissen, ob ein Endscreen kommt oder nicht. Also nochmal. So, jetzt hab ich's. Was macht der Typ mit der Hand eigentlich? Ist dem warm? Ja, schon, ne? Hängt der irgendwo? Guck mal, auf die Füße. Der hängt. Der baumelt. Können wir dem irgendwie helfen? Ich weiß es nicht. Also die Mission gilt als geschafft. Aber es gibt in diesem Videospiel anscheinend... Ich bin auch super langsam. Seht ihr das? Das ist Vollgas gerade. Gut, ich weiß jetzt gerade nicht, was los ist. Aber hier ist auf jeden Fall, dem ist warm. Dem ist warm. Ins Krankenhaus komme ich auch nicht. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze mal hier. Das Spiel funktioniert überhaupt nicht. Es gibt, jetzt habe ich 8000 Euro. Oder was auch immer. Kann ich nochmal ein Daily Reward? Nee, das zählt da richtig. Ja, okay. Ich habe 8000 Euro, Leute, von dieser Mission jetzt. Gut. Also gut im Sinne von. Gut, das war's für heute. Das war Ambulance Chauffeur Simulator. Mensch, das ist ja wieder ein fantastisches Spiel. Morgen geht's weiter mit der zweiten Mission und im zweiten Fahrzeug. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde dann auch die Missionen jetzt natürlich nicht nochmal immer zweimal spielen. Das war jetzt heute nur um die Systematik, die hochwertige, kennenzulernen. Kann man hier nochmal? Achso, das ist Exit. Nee, das will ich ja nicht. Gut. Ja, ich war noch im Spiel, entschuldigt. Ich habe hier zu schnell umgeschaltet, aber das macht ja nichts. Ja, das ist mein Leben jetzt, ne, du, dass ihr das wisst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bis morgen. Und tschüss, auf Wiedersehen und so weiter. Bis morgen. Lasst uns weiter Leben retten. Yay.